Wie würden Sie die derzeitige wirtschaftliche Situation skizzieren? Also ich würde sagen, das Hauptproblem ist jetzt im Moment der niedrige Ölpreis. Denn die Pläne der schottischen Regierung oder der Scottish National Partei für die Unabhängigkeit gehen sehr stark davon aus, dass man eben das, Sie hatten es ja gerade angesprochen, dass man das Geld vom Verkauf des Öls und Gas aus der Nordsee dann einsetzen kann. Jetzt im Moment ist der Ölpreis sehr niedrig.